Hi, herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Leute, ich sitze hier zusammen mit Revinzeit. Sein Name ist Revinzeit. Mein Name ist Revinzeit. Ich bin Krankcrafter, mein Name ist Max. Ich habe heute was für euch am Start, beziehungsweise für uns. Für uns, lecky. Ich war einkaufen und wenn ihr euch das hier mal anschaut, wir haben Buchstabenbrot und einmal Buchstabennudeln. Also sozusagen die viel kleinere Variante. Was machen wir heute damit? Eigentlich hat das überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Ich meine, das sind auch Buchstaben, aber letztendlich sind das komplett zwei unterschiedliche Gebäcke. Das eine sind Nudeln, das andere sind Keks. Max, also... Wäre halt vielleicht angebracht an der Stelle, wenn du halt dich vor dem Video nicht informierst. Ja Leute, ich werde heute für euch diese Sachen testen und essen, weil ich bin mir sicher, dass noch keiner von euch... Frank, bin wieder da. Schade, Alter. Wir machen folgendes, wir nehmen diese Buchstaben und legen daraus einen YouTuber-Namen. Das heißt, wir erfühlen YouTuber mit unserer Zunge. Wir schmecken die quasi. Wie schmeckt Dagi Bee? Dagi Bee. Kranker Titel, oder? Ist da, das ist schon mal sehr gut. Ich lasse den Vortritt. Weil ja, okay. Pass auf, das heißt, ich darf zuerst essen oder ich darf zuerst legen? Du darfst dir aussuchen. Okay, ich will essen. Okay, ja. Das heißt, ich suche dir was raus. Das heißt, ich schau weg. Da vorne ist ein Schal, den machst du jetzt um den Kopf. Hast du den extra mitgebracht? Das ist deiner, oder? Digga, ich habe keine Ahnung, von wem der ist. Echt nicht? Junge, ich glaube, wir hatten mal eine Zeit lang einen Obdachlosen im UFO wohnen. Ich weiß es nicht. Ah, nee, es war Freddy. Sturmwaffe war das. Ist das Sturmis? Das ist Sturmis Zahl. Komm. Ich hoffe, das ist okay. Sturmis, wir nehmen deinen Schal. Max, ich kann gerade absolut gar nichts sehen. Alles klar. Max, ich sehe nichts. Ja, sehr gut. Das Alter, ich. Hallo? So, ich gebe dir jetzt. Max, ich sehe nichts. Leute. Leider ist Sebastian heute in Berlin, deshalb muss ich ein Baby aufnehmen. Skates. Ich suche mal einen YouTuber-Namen raus. Ich mache keinen allzu lang, dass es nicht zu schwer wird, aber lustig wird's. Okay. So Leute, ich zeig's euch, ich leg's mir mal auf die Hand hier, damit ihr es euch in der Kamera anschauen könnt. Sind meine Hände auch gewaschen? Die sind gewaschen. Das hier, Leute, ist das erste Wort. Mhm. Okay. Und ich gebe dir jetzt den ersten Buchstaben. Okay, nicht, nee, ich leg ihn dir auf die Zunge. Da ist der erste Buchstabe. Du darfst ihn erraten. Das ist so eigenartig. Hast du irgendeine Idee? Ist das schwer? Ja? Mhm. Das ist aber auch, glaube ich, ein besonders schwerer Buchstabe. Ein R? Ja, R ist richtig. Mhm. Du sagst, der erste Buchstabe ist ein R. Mhm. Dann kriegst du jetzt den nächsten. Okay. Da ist der nächste Buchstabe. Boah. Das ist schwer, oder? Das Ding ist, den kann man halt auch anders auslegen. Ist das ein W? Darauf musst du dich jetzt festlegen. Oh nein, er ist zerbrochen. Er ist zerbrochen? Fuck, warte. Oh shit. Ich habe noch einen von der Sorte. Ich würde einfach sagen E. Der nächste Buchstabe kommt, sobald du ready bist. Mhm. Ich bin heiß und hungrig. Okay, das ist der nächste. Leute, habt ihr sowas schon mal irgendwo gesehen? Das ist ein N. Mhm. Nein, mach keinen Sinn. Ich glaube, ich kann lösen. Okay. Wieso? Ist das ein Z? War das ein Z? Wieso? Überleg's dir nochmal, ich gebe dir noch eine Chance. Ansonsten kannst du auch noch den letzten Buchstaben nehmen. Ja. Dann ja. Den letzten? Okay, da kommt er. Geil, wie der da rauskommt, Alter. So Leute, ihr wundert euch vielleicht, warum Revi dieses Ding nicht mehr auf den Augen hat. Hey, wie soll ich das Ding nicht mehr an? Was passiert? Ah! Das ist mein Zeitsprung gerade. Digga, oh! Die Kamera war voll. Revi hat es aber richtig erraten. Aber was war's? Es war Revi. Dein eigener Name? Der zweite Versuch von Max leider nicht mehr drauf gewesen. Es war Kelly. Da musste ihm auch wirklich krank helfen. Ja. Das weil war Max auch ein bisschen das war wirklich dumm ist. Was machen wir jetzt? Machen wir es nochmal? Wir machen es nochmal für dich, Digga. Ach, weil, okay. Ja, weil du hast ja jetzt nicht die Möglichkeit gehabt mit groß. Wir wollen jetzt nicht direkt so klein wechseln. Siehst du überhaupt irgendwas? Junge, das drückt richtig ja, auf meine Augäpfel. Du musst deine Augäpfel kaputt machen. Das ist das Wichtige. Diesmal helfe ich dir nicht. Okay. Du Penis. Lecker. Ich weiß auch nicht, was ist. Hoffentlich hast du nicht auf das russische Brot gerüllt. Ich hab darauf gekotzt, Digga. Okay. Ich hab einfach schwer dafür gekotzt. Jetzt gibt's diesen scheiß Buchstaben nur einmal. Was macht man da? Darf ich einen zusammenbasteln, wo ich mir sicher bin, dass du es erraten kannst? Der kommt doppelt vor wahrscheinlich. Ja, ja, richtig. Baby. Nee. Warte, ich gebe dir den einen Buchstaben einfach einmal, okay? Okay. Du sagst dann, dass einfach, der nochmal der ist einfach doppelt. Ah ja, okay. Also Leute, hier. Ich glaube nicht, dass du es erraten kannst, Digga. Es ist... Also durch das doppelte Ding könntest du schon erraten, wenn du einen raus hast. Aber sonst ist es wirklich schwer. Boah. Okay, Leute, ihr seht's hier. Wie viele Buchstaben? Mit dem doppelten 5. Boah, okay. Okay. Begin the test with that. Fänd's so geil, wenn du es einfach direkt draufbeißen würdest, wenn du Hunger hast. Was fühlst du, Max? Kannst du es vielleicht im Mund behalten, Bruder? R, P oder B? R, P oder B. Was ist es? Ein P. Ein P, okay. Not bad, not bad, Bro. Hast du sogar ein kleines Loch in der Mitte gespürt? Hast du mit Zunge reingeflext? Ja, reingefixt. Okay, nice. Mund auf? Mhm. Hä? Der ist crazy schwer. Wobei, es geht. Ich hätte gedacht, dass du bei dem P größte Probleme hast. Hä? Ah! Mhm. Palle! Palle ist richtig, ja. Also auch. Eine schnelle Runde. Okay. Wende deine Augen. Und danach kommt die ultimative Nudelrunde. Das Alter, wird so schwer. Da wird richtig reingenudelt, Digga. Oh, Nudeln sind schon heftig, Digga. Okay. Max, ich sehe wieder nichts. Hallo? Max! Ja, ich bin hier. Ich höre dich aber. Okay, ich nehme extra einen kurzen Buchstaben, damit es flott geht. Mhm. Hier ist der erste. Geil, wie er das nur so halb reinnimmt.
Z. Okay, ja. Ne? Ja. Sag, wenn du ready bist für den nächsten. Das ist der nächste. Ö. E, sagst du? Ja. Mhm. Ist nicht richtig? Kommt hier jetzt einfach mal nicht. Okay, doch, ist richtig. Du bist Maschine, Alter, der ist richtig schnell. Ich glaube, jetzt kannst du eigentlich nicht mehr viel falsch machen. Hier ist der letzte. CEO. CEO. Ah, ja. Ich dachte so drei Buchstaben, irgendwas Kurzes nehmen wir. Nicht schlecht. Gut gemacht, Alter. Du hast da ein Talent für. Du machst du es öfter? Ich habe oft Sachen im Mund und schmeckt die, weißt du? Machst du es öfter? Ich esse halt einfach gerne. Okay, ja. Leute werden wahrscheinlich in die Kommentare schreiben, haha, der lutscht bestimmt immer Pimmel, deshalb weiß er das. Wenn du die Abkürzung raus hast, hast du auch das Ganze raus, okay? Okay. Also Leute, ich lege es nochmal in meine Hand. Ihr seht das hier. Tada. Ich glaube, man kann es erkennen. Beginnen wir mit der Nummer 1. K oder H? Was ist das? Du musst es selber ersagen. Ich kann es dir nicht abnehmen, das Ding. Ich bin kein Weltwatschuss. H. H, okay. Mhm. Stark, 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 Digga. Gib dir den. Oh. Okay, crazy. Einfach ist überhaupt. Nächstes. Du warst das also überhaupt noch. Das war eine Nudelverpackung, tut mir leid, wirklich. Boah, das wirst du niemals, das wird man niemals herausfinden mit den Nudeln. Ja? Ich glaube. Mhm. H, O, B, ja, Hand of Blood. Ja, Mann, Digga. Okay, Revi. Verbinden Sie mir die Augen. Du bist wieder als erstes dran. Digga, das wird damit unmöglich zu erschrecken. Boah, man könnte richtig übertreiben und die Dinger in den Mund geben ohne Ordnung. Boah. Das wäre so noch ein Anagramm daraus zu machen, ist ja schon eklig. Allein, wenn ich dir einen Haufen Wörter hinlege und sage, welcher YouTuber ist das? Boah, da sind sogar Zahlen dabei. Digga, YouTuber anhand eines Anagramms. Mein Format ist jetzt gesaved. Auf geht's. Du kannst das Wort einfach sagen, ich sehe eh nichts. Also alles gut. Achso, stimmt. Mhm. Ich fotografiere das kurz auf den Tisch ab, Leute, und blende es euch ein. Da ist es, Leute. Ihr seht es jetzt eingeblendet. Hier hast du Nummer 1, Revi. Ich gebe es dir jetzt einfach mal in die Hand. Nie im Leben. Echt? Keine Chance? P. Ja, richtig. P ist richtig? P ist richtig, sehr gut. Revi hat da ein Talent für, Leute. Hier ist der nächste Buchstabe. Ich merke nicht mehr, dass das auf meiner Hand liegt, legit, ne? Oh, okay. Er überlegt. Ist das ein E? Das ist ein E, ist tatsächlich. Ist ja. Oh mein Gott, Digga. E, okay. Kann man das essen? Hey, E. Ich glaube schon, ne? Ist eine Nudel. Ja, ich glaube T. Alter, wie gut du bist. Da, da ist der nächste. Wo ist das? Weiter oben. Ein R könnte ich hier ahnen. Fuck, es ist abgebrochen, warte. Oh. Ja, muss ein, ich kann nur sagen, es ist R oder Q, irgendwie sowas. Okay, ich gebe dir den nächsten. I. Mhm, und den allerletzten. Petris! Ja, das Digga, ist richtig. Alter! Wie du da durch? Aber wirklich, du musst dich so krank konzentrieren. Du musst dich so krank konzentrieren. Und das ist sehr, weißt du, warum ich das so gut kann? Weil ich immer so Stücke zwischen den Zähnen habe und Schunge, weißt du? Wenn ich jetzt nicht drauf komme, dann bist du der König der Buchstaben. Aber also, so schnell, wie du das hier machst, muss ich wirklich sagen, ich glaube, du bist auch so der König der Buchstaben. Ich muss halt erstmal jetzt das Passende finden, ne? Okay, mir fehlt noch einer, Digga. Mir fehlt noch einer. Also da muss ich schon sagen, wenn du das der Rätsel machst, dann bist du auf jeden Fall ebenbürtig, Alter. Das okay. Das ist wirklich jetzt. Also erstmal kommt man, glaube ich, nicht auf diesen YouTuber. Sehr gut. Es ist halt Slivki. Fuck. Ist es Slivki? Es ist nicht Slivki. Okay, schade. Mir fehlt ja dieser eine fucking Buchstabe. Ach, da ist er. Okay, gut. Digga, okay. Du musst dich wirklich hardcore konzentrieren, okay? Ich bin gespannt, ja. Also, pass auf, ich mache euch ein Foto, Leute. Bei einem ist es kritisch, aber da habe ich wirklich keinen besseren gefunden. Beginnen wir mit dem ersten, Max. Mhm. Er liegt. Wirklich? Ja. Tee. Mhm, mhm. No bad, no bad, okay. Digga, das wäre so eine richtige Stefan Raab. Oder? Ist wirklich so, ne? So wie, ja, so, ja, ja, so verbundene so Augen. So. Schlag Tee. Rein. Okay, Tee. Was jetzt? Oh nein, ist zerbrochen. Ich gebe dir noch einen anderen davon. Okay. Wie du einfach nebenbei foodest. So. A oder V? Ich würde eher sagen A, da ist noch was in der Mitte. Aber ja, nächster. I. Mhm. Okay, krass. Der ist halt wirklich mad, dieser Buchstabe. Oh ja. Na, der ist halt, also da habe ich auch leider nichts Besseres gefunden. Gucken, ob ich noch einen zweiten davon irgendwo habe. Sorry, da komme ich auch nicht. Ich würde sagen P vielleicht. Gib dir noch die letzten beiden, okay? Mhm. Ja. Bisher ist irgendwie so Thai. Thai, Thai oder so. Thai mit P. Wieder ein T. Mhm. Der ist so eine Rolle. Nein, der hat keine Rolle, Digga. Da ist keine Rolle drin. Was für eine Rolle? Worüber redest du? Ich gebe dir noch einen davon, okay? Okay, ja. Also ich würde sagen, der ist wirklich easy machbar. Der ist echt. Ich nehme nochmal so einen Keks hier. Muss ein V sein. Mhm. Okay, kombiniere. Thai TV. Thai TV. Es ist der Teil des YouTube-Channel Thai TV. Oh, ist das was mit TV am Ende? Mhm. Letzter Hinweis, okay? Ja. Ist bei Funk. T am Anfang. Ich muss sagen, ich passe. Okay. Ich glaube, ich gebe den Sieg an dich, aber Bro, ich komme nicht drauf. Das wäre 20V gewesen. 20V. Schau dir das Bild an. Ich muss aber auch sagen, das N war wirklich dürftig. Also das N war wirklich kritisch, Digga. Warte, ich guck's mir an. Kritisch, Hase, schau mal. Was? Ja. Das war ein abgebrochenes W. Ja, es ging nicht anders. Ich konnte nichts anderes machen. Es gibt kein N hier drin. Es gibt kein N. Es gibt's nicht. Hier sind nur so krummige Brösel, Krümel, Scheiße, aber kein N, Digga. Das ist ein N. Was?
Das ist auch ein abgebrochenes W. Das ist ein N, Alter. Warte, ich fotografiere euch das, Leute. Leute, ich fotografiere euch das. Ja, okay. Vielleicht habe ich es nicht gefunden, Alter. Ich meine, ich wollte es auch nicht die ganze Zeit suchen. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Danke dir. Nee, der Punkt geht schon an dich. Willst du die Nudeln behalten? Nee, willst du die behalten? Nee, du nicht. Dann behalte ich die. Ich nehme die Kekse, aber behalte ich. Wenn du willst, gerne. Ja. Gut, Leute, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich glaube, es war echt eine coole Video. Die habt ihr wahrscheinlich so noch nicht gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt.